Hallo mein Freund, in diesem Video erfährst du das genaue Loadout, mit dem du Behemoth-Drohnen am effizientesten und schnellsten farmen kannst. Los geht's! Bei mir dreht sich übrigens alles um Ghost Recon. Wenn du da Bock drauf hast, dann lass mir super gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du keines meiner Videos verpasst. Ja, ich war eigentlich dabei, das Klassenvideo vom Ingenieur aufzunehmen. Da ist mir aufgefallen, dass der Ingenieur mit der richtigen Ausstattung durch Behemoth schneidet wie ein warmes Messer durch Butter. Das ist absolut insane und zwar zeige ich dir jetzt auch genau wie. Und zwar habe ich hier ausgerüstet ein Stoner LMG mit einem erweiterten Magazin. Dadurch habe ich mit dem MG 150 Schuss. Dann habe ich perkmäßig nah und persönlich ausgerüstet, damit ich ein bisschen schneller nachladen kann und mich schneller bewegen kann, während ich ziele. Schmerzlos, einfach weil ich auf extrem spiele und mit Verletzungen auf immer, zeige ich dir gleich noch. Und damit da die Verletzungsresistenz ein bisschen höher ist. Und zum Schluss noch Sprengstoffexperte. Ja, das ist eigentlich selbsterklärend. Hauptsächlich geht es mir da um den erhöhten Wirkungsbereich und den Sprengstoffschaden. Ja, mein Klassenrang ist, wie du siehst, auf Rang 10. Und das ist insofern wichtig, dass der Ingenieur ja schon von sich aus 10% mehr Schaden an Drohnen macht. Und auf Stufe 2 schon, also du musst nur auf Stufe 2 sein mit dem Ingenieur, nochmal 10% mehr Schaden macht an den Drohnen. Ja, jetzt zeige ich dir gerade mal noch, bevor wir zum Kampf mit der Behemoth gehen, meine Einstellungen. Hier wie immer Schwierigkeit extrem. Und die taktische Schwierigkeit, also alles wie immer, ne? So, dann gehen wir mal weiter zum Kampf. Ah, halt, stopp! Eine Sache habe ich noch vergessen, und zwar die Items. Hier ist nur wichtig der Raketenwerfer und die EMP-Granaten. Und natürlich halt die Heilspritze. Der Rest ist vollkommen egal. Aber jetzt wirklich zum Kampf. So, ich bin jetzt an einem Behemoth-Gebiet angekommen und ja, ich musste halt zu einem anderen Gebiet gehen, weil bei dem Gebiet, an dem ich vorher war, an dem ich das Video gestartet hatte, war die Behemoth nicht mehr da, weil ich die in dem Ingenieurvideo schon zerstört hatte, beziehungsweise für das Ingenieurvideo, das nächste Woche kommt. Und ja, die ist wohl durch den Neustart des Spiels nicht respawned. Gut, so, wir starten den Kampf mit einem Schuss aus dem Raketenwerfer, aber ich möchte an und für sich eigentlich gerne noch ein bisschen näher kommen. Oh, das war vielleicht ein Tick zu nah. So, und jetzt einmal gestunt. Ah, hier, oh oh. Läuft mal wieder, wie immer, wie am Schnürchen. Ich werfe direkt eine hinterher. Aber das wird schon, das wird schon. Keine Sorge. Bam! Habt ihr das gesehen? Wenn ich es schaffe in meinem Videoschnittprogramm, dann blende ich da einen Timer dabei ein. Der Wahnsinn, wie flott das geht. Das ist der Wahnsinn. Das waren jetzt wie viel? Zwei Magazine? Drei vielleicht? Hab jetzt leider nicht mitgezählt. Aber alter Schwede. Das geht so schnell mit dem Ingenieur, das ist der Wahnsinn. Das wollte ich dir auf keinen Fall vorenthalten. Ja, wenn du mehr solcher Videos sehen möchtest, lass mir super gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke und dann sehen wir uns im nächsten Video, mein Freund. Bis dann, ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.